Servus Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine lieben Freunde, gestern am Freitag ist das Best of Tots gekommen mit Messi, Ronaldo, Neymar, De Bruyne und Van Dijk. Und ja, wir öffnen jetzt ein paar Packs und wir gehen nochmal die neue Season durch, ist die Season 7. Aber bevor wir reinstarten, habe ich euch noch was zu zeigen. Und zwar ist gestern am Freitag im Stream was passiert. Und zwar habe ich einen guten Spieler gezogen. Sagen wir es mal so, es war das erste Pack im Stream. Falls ihr mir auf Twitch noch nicht folgt, könnt ihr das gerne jetzt mal machen. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, blende ich euch mal ganz kurz den Clip ein. 11 selten, 12 Gold, 3 selten meine ich. Uff. Tots! Ja! Let's go! Depay! Depay, Junge! Let's go! Let's go, Junge! Ey, der ist immer richtig gut! Ey, GG, der Tots-Counter geht hoch auf die 9. Ja, Leute, wir haben Memphis Depay gezogen. 94er Tots und ich bin ehrlich, ich habe den jetzt ein Spiel gespielt. Ich habe nämlich mein Team nochmal umgebaut. Ich zeig's euch dann am Ende vom Video nochmal. Er hat sich jetzt nicht schlecht spielen lassen, bin ich ganz ehrlich. Hat leider nur 3 Sterne Weakfoot. Aber ich muss sagen, von den Stats her ist der echt brutal. Was ihr auch noch nicht gesehen habt, ist, dass ich Yari Litmanen abgeschlossen habe bei den Icon-Swaps. Ich habe ja nur noch ein Game machen müssen und ich habe mit dem jetzt auch schon ein Spiel gespielt. Das habe ich, glaube ich, leider verloren. Ich glaube 3-4 oder so. Hat ein Tor und eine Torvorlage gemacht. Also der hat sich nicht schlecht spielen lassen. Aber ich muss sagen, die 3-Sterne-Skills sind mir wirklich auf den Sack gegangen. Ich spiele den auf der 10 und da nervt auch ein bisschen die 85 Pace. Ich habe auf ihn Hawk aufgemacht, damit das Pace nochmal ein bisschen gepusht wird. Jetzt ist es auf 89 und 91 so. Also so viel Unterschied ist da jetzt auch nicht. Okay, zu meinem Team kommen wir danach. Ich zeige euch alle Packs, alle 20 und ja, ich hoffe einfach mal, dass ich einen Tots ziehe. Eins noch, bevor ich in die Packs gehe. Ich habe schon 16 davor gemacht von diesen 2 seltenen Goldspieler-Packs. Ich habe es auch aufgenommen, aber die Aufnahmedatei ist leider verschwunden und ja, ich habe leider nur Schwolow und den Alderweireld gezogen. Also die Packs waren jetzt nicht so gut. Trotzdem hoffe ich, dass wir daraus vielleicht mal einen Tots wieder ziehen. Der Counter ist derzeit auf 9. Also dann wäre es der 10. Tots. Und ich würde sagen, wir gehen ins 4. Pack rein. 4 steht für Lifestyle, komm. EA Sports gönnt heute mal, komm schon. Ja, erstes Pack geht leider nicht durch. Also ich denke mal, da wird auch nicht viel rumkommen, glaube ich, bei den Packs. Aber wieso ich die mache? Einfach, weil wahrscheinlich wieder irgendwie unter der Woche so eine SBC kommt. Irgendwie wieder eine Upgrade-SBC, so eine 81-Plus-Upgrade-Pack, wo man 11 seltene Goldspieler abgeben muss. Und dann kann ich die da locker easy reingeben. Ja, dann gehen wir ins nächste Pack rein. Vielleicht gönnt es ja jetzt mal. Nein, wieder nicht. Okay, drittes Pack. Mal schauen, ob jetzt ein Walkout kommt. Nein, auch nicht. Schade. Aber ein Kombi-Bowl-Spieler, ey. Das sage ich auch dann in dem Video, wo ich meine Verbesserungsvorschläge für FIFA 21 mache. Dass einfach Kombi-Bowl-Spieler, keine Ahnung, die sind unnötig. Oder dass die aus dem Spiel genommen werden sollen nach einer bestimmten Zeit irgendwie. Ja, in dem Pack ist auch wieder nichts drinnen, was wahrscheinlich was wert ist. Außer hier kommt jetzt irgendwie ein guter 82er, ist aber nur ein 81er Weghorst. Okay, das 5. Pack, mal schauen, ob jetzt endlich mal was kommt. Nein. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich wirklich mal wieder was Gutes ziehen will. Also okay, ich habe gestern Memphis Depay gezogen, aber trotzdem, es wird mal wieder Zeit. Und zwar für eine Icon, vielleicht da in diesem Pack. Also eine Icon, ganz ehrlich, würde ich mitnehmen. Komm, da ist die jetzt drin. Da ist die jetzt drin, aber ein Walkout. Bitte kein Belgien, nee, auch ein 86er Pjanic. Okay, ist aber mal ein Walkout. Ist ein Walkout. 86er Pjanic ist okay. Kann man in eine SBC geben. Dries Mertens SBC ist ja derzeit da. Da kann man den vielleicht reingeben, weil die Karte sieht echt gut aus. Also die von Mertens. Und ja, vielleicht ist noch was dahinter. Wow, okay, ein 83er auch noch dahinter. Ist für so ein Pack eigentlich echt gut. Okay, wir haben jetzt 6 Packs aufgemacht. Vielleicht ist ja jetzt hier im 7. nochmal was drin. Nein, leider nicht. Also ich muss auch sagen, das ist jetzt hier eher ein Pack-Experiment.
Experiment, um ehrlich zu sein. Ich will einfach mal schauen, ob sich solche Packs überhaupt lohnt zu machen. Also nach den ersten 16 Packs, muss ich sagen, lohnt sie sich gar nicht eigentlich, um ehrlich zu sein. Ja, hier wieder ein Comic-Bowl-Spieler drin, wow. Okay, so, nächstes Pack kommt schon, EA Sports. Gönnen wieder was, die gönnen nicht. Also der beste Spieler war bisher wirklich nur Pjanic, ein 86er. Okay, die Hälfte ist jetzt rum. Das heißt, aus 10 Packs haben wir nur einen Walkout und einen Schlitz, beziehungsweise zwei Schlitze bekommen. Ich glaube, für alle Packs habe ich so um die 100k bezahlt, also für die anderen 16 auch noch mitgezählt. Ich glaube, das sind so 100k oder 90k draufgegangen. Ich habe noch mal ein paar Spiele im Verein verkauft und mir ein neues Team, alles aus dem Verein gebaut, damit halt gar keine Coins mehr eigentlich in meinem Verein sind. Ich glaube, nur noch Ben Yedda. Sonst ist eigentlich gar keiner mehr was wert in meinem Verein. Okay, so, es sind nicht mehr viele Packs übrig. Also ein Schütz wäre noch gut. Komm. Next Pack. Ey, Leute, Mann. Ey, dieses Pack-Experiment geht, glaube ich, nach hinten los. Ich glaube, es ist ernsthaft nicht gut, dieses Pack-Experiment hier. Okay, 6 Packs noch. Komm, daraus muss noch ein Schlitz zumindest kommen. Einfach nur, weil ich kein Pack-Lack mehr habe. Komm, wieder nichts drin. Ey, die Packs sind ernsthaft nicht gut. Und ich glaube, ich habe das jetzt schon zum 5. oder 6. Mal gesagt. Komm, 4 Packs noch. Komm schon. Let's go, wir gehen rein. Abfahrt. Let's go. Ah, nee, geht doch nicht durch. Oh, Mann. Wir nähern uns dem Ende des Pack-Experiments. Und ich muss sagen, bisher ist es echt gescheitert. Außer hier kommt jetzt nochmal ein guter Tots draus. Komm. Zumindest einer vom Best-of vielleicht. Nein, nicht. Okay. Ja, okay. Dann sind wir jetzt beim letzten Pack angekommen. Es kam gar nichts mehr aus den letzten beiden Packs. Komm noch. Nose-Pack jetzt hier raushauen. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Nein. Also Pack-Experiment auf jeden Fall gescheitert. Wir haben nur zwei 83-Plus-Spieler drin. Einmal Carvalho und dann noch Pjanic. Und ein paar Comebol-Spieler. Aber dahinter ist noch ein Bergwein 82. Okay, ja. Pack-Experiment ist gescheitert, aber trotzdem, ich bin zufrieden. Jetzt habe ich wieder ein paar seltene Goldspieler im Verein, die kann ich dann in die SBCs geben. Und ja, dann kommen wir nochmal zu meinem Team und dann noch zur neuen Season. Ich denke mal, ihr kennt mein altes Team noch. Ich weiß nicht, ob ich das noch habe. Ja, hier. Hier war Gulaschi, nee, hier war Jan Sommer, hier war Bentancur und hier war Coutinho. Das Team hat mir nicht mehr gefallen. Und jetzt habe ich es ein bisschen umgebaut. Ich bin auch in eine andere Formation dann gegangen, in die 4-3-1-2. Einfach weil ich Depay mal spielen wollte und Yari Littmann jetzt hatte, dann kann ich die einfach easy einbauen. Ja, also Ben Yedda kann ich dann auch von Anfang an spielen. Ich finde, es ist ein gutes Team geworden. Es sind zwar nur 3 Ligen, aber trotzdem, ich finde es echt nice. Und für die, die fragen, ist er überhaupt auf Fullcam? Ja, ist er, weil er hier einen Perfect Link hat, glaube ich, ist das Beste. Mit Nkunku. Deswegen ist er auf Fullcam. Und ja, zu dem Team kann ich jetzt noch nicht viel sagen, weil ich es einfach noch nicht so lange gespielt habe. Aber vom ersten Eindruck her muss ich sagen, hat sich es nicht mal schlecht gespielt. Aber ich muss sagen, ein bisschen langsam haben sich die Spieler bewegt. Also ist mir auf jeden Fall direkt aufgefallen. Also ich glaube, der Sturm wird noch diese Weekend League auf jeden Fall rasieren. Auf der Bank haben wir noch Di Maria, Lukaku, Hulk und Alex Teixeira. Einfach weil die OP sind und falls mal, keine Ahnung, irgendwer von da vorne mir nicht gefällt, dann kann ich den einfach auswechseln so. Ich denke, da habe ich ein paar gute Ersatzspieler hier auf der Bank dann mit. Und ja, dann kommen wir noch zu den letzten Minuten dieses Videos. Zu der neuen Season hier im Season Pass. Einmal ist gestern der Graylish Tots Moment gekommen. Das ist eine Rivals-Aufgabe. Also alle Aufgaben sind in Rivals zu machen. Und ja, ich finde die Karte, ich glaube, ich habe die im Dream Squad angeschaut. Ich glaube, der hat 3-3, also 3 Sterne Skills und 3 Sterne Weak Foot. Ich weiß nicht, ob ich den mache, aber wenn ich den mache, dann im Stream. Also folgt mir auf Twitch, falls ihr das sehen wollt, wenn ich ein paar Games zocke. Und ja, also ich denke mal, für FIFA-Spieler, die viele Coins haben, denke ich, gibt es da bessere Optionen. Aber für die, die Road to Glory machen, könnte der echt nice sein. Oder zumindest als Super Sub, weil
aktuell England, okay, könntest du halt in der Premier League bleiben. Aber wenn du ein Hybrid bauen willst, ich glaube, da kannst du nicht so viel anfangen, weil halt der Verein auch nicht so gut ist. Ja, sonst ist hier gestern eigentlich nicht viel gekommen. Und ja, in der Saison, ihr wisst, ich hasse Leihspieler-Icons. Ich bin, glaube ich, 4-mal oder so dieses Jahr schon von denen in der Weekend League komplett fertig gemacht geworden. Und ja, ich finde es einfach ein bisschen asozial, dass die hier reinmachen, einfach so zum Erzocken, okay? Aber bitte, EA Sports ist auch ein Wunsch für mich, für FIFA 21, verbietet Leihspieler in der Weekend League. Ich finde, das ist einfach unfair gegenüber den anderen Spielern. Und ja, das ist einmal ein Wunsch von mir. Dann haben wir hier einen neuen Jubel, und zwar Schwimmbad, okay, ja. Ist jetzt nichts Besonderes. Er schwimmt halt da einfach nur auf dem Boden. Und dann, ganz ehrlich, ich habe mich darüber echt ein bisschen lustig gemacht, dass der hier gekommen ist. Er, Juan Miranda, Alter. Ein Schalke-Spieler hier in den Saison-Fortschritt-Dingern. Also ganz ehrlich, ich habe einen Davis-Player-Moments. Der ist halt 5-mal besser wahrscheinlich als er. Aber ganz ehrlich, ich muss ihn auf Ehre mitnehmen. Auch wenn die anderen halt echt wahrscheinlich besser sind. Also wenn ich mich nicht für ihn entschieden hätte, glaube ich, hätte ich den Gil Diaz genommen. Weil der Sabi, keine Ahnung, du könntest 10 Zahl Super Sub bringen, aber naja, wer macht es schon? So, Liga ist komplett lost und Nationalität, okay, USA, wen gibt's da? Und dann ist hier Portugal und ich glaube, das ist hier, genau. Erste spanische Liga bei Granada und der hat auch 4-4. Weiß nicht, was hat er? Er hat auch 4-4. Ja, also auf jeden Fall würde ich eher Gil Diaz nehmen, aber ich glaube, ich nehme Miranda einfach auf Ehre. Dann gibt es hier noch ein paar Packs und dann noch ein Diego Armando Maradona. Ich habe es ja gerade gesagt, ich bin nicht so der Fan davon. Und dann nochmal ein Jubel und zwar Kanonenkugel. Ich glaube, da schmeißt es sich am Boden, genau. Also, ich weiß nicht, vielleicht kann man den immer machen in der Weekend League, aber ich glaube, ich bleibe beim Gitarrentanz. Dann gibt es noch den Jubel Pantomime, okay. Ganz ehrlich, ist jetzt nichts Besonderes, meiner Meinung nach. Und dann kommen wir noch zu den letzten Spielern aufs letzte Level. Und ich bin ehrlich, für mich, glaube ich, werde ich keinen Jesus nehmen und auch kein Draxler. Ich glaube, ich würde eher Matuidi nehmen, einfach weil ich einen besseren Sechser brauche, neben Guardiola. Also für mich ist das jetzt die bessere Option dann wahrscheinlich. Ja, dann war es das von dem Video. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, folgt mir auf Twitch und lasst hier ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Montag wieder bei den Weekend League Highlights. Ich kann schon mal sagen, ich glaube, ich bin ein bisschen am Freitag im Stream geraged. So, ein Controller hat es richtig erwischt. Aber ja, das seht ihr dann alles am Montag. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.